Sehr geehrter Herr Löbler, was heißt für Sie Studieren für morgen? Also aus meiner Sicht heißt Studieren für morgen zunächst einmal, sich vom klassischen Wissen zu befreien und zu erleben und zu erleben, was Menschen tun, was Menschen können, dann zu reflektieren, was man erlebt hat und das zu vergleichen mit dem, was an Wissen vorliegt, um darauf seinen eigenen Reim zu machen. Was wir heute tun ist, wir schütten Studierende mit Wissen zu, ohne dass wir auf die Fragen der Studenten reagieren. Und deshalb werden wir auch keine Antworten für sie formulieren, weil wir gar nicht die Fragen abwarten. Also müssen wir den Studenten Räume schaffen, in denen sie lernen können. Und diese Räume sind auch reale Räume, vor allen Dingen reale Räume. Lebensräume wie Unternehmen, Lebensräume wie karitative Einrichtungen, Lebensräume wie kulturelle Einrichtungen und viele andere Lebensräume mehr. Wenn es uns gelingt, diese Lebensräume zum Lernen zu öffnen, dann kann ich durch das Leben für das Leben lernen und nicht durch die Schule für die Schule. Vielen Dank. Was raten Sie heutigen Schülern, die auf dem Weg sind, dahin eine zukunftsfähige Gesellschaft mitzugestalten? Macht euch nichts draus, wenn ihr schlechte Noten habt. Schlechte Noten sind eigentlich ein gutes Signal, dass ihr eigenständig seid und dass ihr nicht in einem Strom schwimmt, der vielleicht gar nicht gut ist für euch. Und wichtig ist, dass ihr euch selbst erfahren lernt mit anderen und dass ihr gemeinsam etwas macht, von dem ihr wirklich begeistert seid. Und wenn das nicht in der Schule stattfindet, dann sucht euch Räume, in denen das stattfinden kann. Aber vielleicht gewinnt ihr auch ein paar Lehrer, mit denen ihr das machen könnt. Vielen Dank.